So, einfach mal herein in die gute Stube, würde ich sagen. Hier haben wir das nicht. Hier haben wir aber dafür Brote, was auch ganz gut ist. Und ein paar leere Karten, die ich aber jetzt nicht brauche. Aber vielleicht haben wir ja in anderen Gebäuden mehr Glück. Einfach mal gucken. Mal schauen, gibt es hier zufällig Bücherregale? Nein, das ist auch nur dieser Kartenraum, aber immerhin gibt es ein paar Brote. So, werden auch eben hier mitgenommen. Und was haben wir denn da drüben? Lass mal eben gucken. Lass mal eben hier ein bisschen schauen. Haben wir hier zufällig ein paar Bücherregale? Ja, die gibt es hier leider auch nicht, aber einen Braustand. Ja, weißt du was, den nehme ich mir eben mal mit. Was soll's? Was wir haben, das haben wir. Da können wir uns gleich ein paar schöne Tränke brauen. Okay, hier sehe ich jetzt auch keine Bücherregale. Okay, da waren wir ja schon. Ja, sieht jetzt leider hier nicht sehr vielversprechend aus. Oder haben wir hier zufällig welche? Das sieht aber auch nicht danach aus. Ja, dann würde ich erstmal hier gucken. Nein, aber hier haben wir auch nichts. Ja, Mist. Dann haben wir hier leider wohl keine Bibliothek. Und auch kein Bibliothekar. Ja, das hatte ich mir nicht so vorgestellt. Aber wir können nochmal in die Richtung schauen, ob wir da ein weiteres Dorf finden. Und vielleicht haben wir dann da mehr Glück. Lass mal eben gucken, das kann ja auch sein. Da hätten wir hier dieses Badlands-Biom, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ja, wir schauen einfach mal. Einfach mal gucken, ob wir hier noch ein weiteres Dorf finden. Ich könnte ja auch mal in eine andere Richtung abbiegen, theoretisch. Ich glaube, ich könnte da gleich mal nach rechts gehen und dann schauen wir einfach mal, was es da so gibt. Ja, das könnte ich dann so hier machen. Aber ich würde mir dann erst so eine Markierung machen, dass wir hier abgebogen sind. Na, einfach so ein Pfeil. Wobei da einige ja so ein Kreuz wohl drin sehen. Ja, und hier dann eine Fackel. Das ist doch gut für einen Rückweg, dann erkennen wir das. Und dann wissen wir, dass wir in die Richtung hier müssen. Okay, weißt du was, dann setze ich das mal hier fort in die Richtung. Damit wir wissen, dass es dann hier so lang geht. So, hoffentlich finden wir das wieder. Weil ich habe jetzt keine Lust, mich wieder zu verlaufen. Also nicht wie bei der letzten Erkundungstour. Das wäre jetzt nicht das Beste. So, hier können wir mit dem Boot ein bisschen weiterfahren. Das geht dann viel schneller als zu Fuß. Das ist schon ganz gut. Ich könnte mir eigentlich auch mal so ein Pferd tamen. Das wäre auch ganz praktisch an Land. Da würden wir doch relativ schnell vorankommen mit dem Pferd. Aber habe ich jetzt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich einen Sattel habe. Obwohl ich könnte einen haben. Aber ganz genau weiß ich das jetzt nicht. So, das Boot wird mitgenommen und dann geht es hier erstmal in die Richtung. In dem Gebiet waren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, und das heißt, dann würden wir uns erstmal hier überraschen lassen. Und mal schauen, ob es da zufällig ein Dorf gibt. So, hier haben wir zufällig eine Savanne. Also hier eine sehr savannige Gegend. Gibt sehr viele Savannen hier. Und da hinten geht auch das Badlands-Biom weiter. So, ja, das sieht jetzt nicht... ja, das Land sieht jetzt nicht sehr grün aus. Ist ja alles sehr vertrocknet. Alles doch ein bisschen karg. Ich würde jetzt mal da hinten gucken. Obwohl, ich könnte mir hier ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen. Zuckerrohr wäre schon ganz praktisch für Papier und so. Den können wir immer gebrauchen. So, dann wird das hier eben mal mitgenommen. Und dann würde ich einmal zurück zum Boot laufen. Und dann fahren wir einfach weiter. Ich glaube, dann würde ich hier erstmal so dem Flussverlauf ein bisschen folgen.
Und dann einfach mal überraschen lassen, was da hinten auf uns lauert. So, da haben wir jedenfalls einen Berg. Ja, da wollte ich jetzt nicht lang. Die Steuerung ist aber mit den Booten auch immer so ein bisschen kompliziert. Okay, das scheint auch ein bisschen größer zu sein, das Badlands-Biom. Aber in solchen Biomen gibt es ja keine Dörfer bekanntlich. Das heißt, es wäre geraten, ein anderes Biom zu suchen. Da hätten wir wahrscheinlich mehr Glück mit Dörfern und so. Vielleicht laufe ich einfach mal so in die Richtung. Ich muss mir aber auf jeden Fall den Rückweg merken. Ich darf mich hier nicht wieder verlaufen. Das wäre wirklich nicht gut. Das ist aber relativ groß hier. Ein relativ großes Badlands-Biom. Und hier haben wir ein weiteres Meer. Ja, dann würde ich aber erstmal mit dem Boot weiterfahren. Es geht auch ein bisschen schneller als zu Fuß, glaube ich. Und schlafen gehen könnte ich gleich auch mal, denn die Sonne geht schon unter, wie ich sehe. Okay, hier haben wir eine Steinküste. Und ich hoffe, da kommt mal was anderes als ständig nur dieses Badlands-Biom. Ja, da unten haben wir einen Korallenriff. Ist auch ganz nett. Und mal gucken, wie groß dieses Meer ist. Ja, aber hier sehe ich ständig nur diese kargen Landschaften. Da sehe ich jetzt kein grünes Biom. Oder halt ein bisschen was, was nicht so einsam ist, was nicht so karg ist. Und das geht ja auch noch weiter. Und schlafen gehen muss ich auch mal unbedingt. Das Bett haben wir ja dabei und da haben wir ja eine kleine Insel. Da würde ich mal eben schlafen gehen. So, eben mal hier das Bett in die Hand genommen, das blaue Bett. Und dann sage ich mal gute Nacht. Ja, und bis zum morgigen Tage, dann geht es gleich mal weiter hier. Und da haben wir immer noch Badlands-Biom. Wie groß ist denn das hier? Da muss doch mal langsam was anderes kommen, weil das kann doch wirklich nicht sein, dass hier ständig alles nur so karg ist. Vielleicht hätte ich einfach in eine andere Richtung fahren müssen. Vielleicht war das jetzt nicht die beste Idee. So, Boot eben mal mitgenommen. Ja, und dort geht es weiter. Das ist doch schon ziemlich groß hier. Und auch ziemlich eintönig. Okay, ja, weißt du was, dann nehme ich noch ein bisschen Kohle mit, weil die können wir immer gebrauchen. So, hier ein bisschen Kohle und noch ein bisschen Kohle. Ja, ein bisschen roten Sand. Den können wir auch mal eben mitnehmen. So, das ja mal. Ja gut, ein bisschen Sand kann ich noch mal einsammeln. Der ist ja auch sonst relativ selten, der rote Sand. Die gibt es ja nur in diesem Biom hier. Dann würde ich davon auch mal ein bisschen mitnehmen, aber allzu viel brauche ich davon jetzt auch nicht, weil das ist eigentlich nur so ein Gimmick. Also ich habe noch nie ernsthaft mit rotem Sand irgendwas gebaut oder so. Ja, ich glaube, ich würde mit dem Boot weiterfahren. Also zu Fuß ist er doch ein bisschen nervig und ein bisschen umständlich. Da muss man hier ständig über dieses unwegsame Terrain hüpfen. Ja, da scheint sich ja wirklich ewig fortzusetzen, dieses Biom. Also irgendwann muss da doch mal was anderes kommen. Oder vielleicht sollte ich umkehren. Vielleicht wäre das eine bessere Idee. Ja, aber ich will jetzt auch nicht, dass es hier umsonst gewesen ist mit der ganzen Reise, weil ich wollte ja, wie gesagt, Bücherregale finden. Und dafür müssen wir erstmal ein Dorf finden und ja, wenn wir hier einfach weiter geradeaus fahren, vielleicht finden wir ja eins. Das kann ja immer sein. Vielleicht gibt es ja auf dem anderen Ufer was. Das würde ich erstmal gucken. Ich hoffe, das Meer ist jetzt nicht zu groß, weil ich will jetzt nicht ständig ja, auf dieses weite Meer schauen. Also ich weiß, es ist für viele beruhigend hier so aufs Meer zu gucken und einfach rauszusegeln.
Ja, aber auf Dauer finde ich es dann auch so ein bisschen monoton. Aber da hätte man natürlich gerne auch mal ein bisschen Abwechslung. Ja, ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Ich hoffe, da hinten haben wir irgendwas, irgendeine Landschaft oder vielleicht eine Insel. Na, am besten natürlich ein Dorf. Aber um das zu finden, muss hier erstmal Land kommen. Okay, da hinten könnte sich was aufbauen. Genau, und da kommt auch schon Land und es ist auch ein bisschen bewachsener als vorhin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber das sieht ein bisschen nach dem Dschungel aus und im Dschungel gibt es ja auch keine Dörfer. Okay, ich hoffe, da kommt noch ein anderes Biom. Ja gut, aber ich würde hier erstmal an Land gehen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So, das Boot, das nehmen wir natürlich auch mit. Das ist ja auch mal gar keine Frage. Und hier haben wir tatsächlich einen Dschungel. Aber ein Sparse Jungle. Also keinen so dichten. Ja, das geht ja jetzt nicht, mein Herr. Einfach unhöflich. Haben keinen Respekt mehr, die Leute heute. Einfach so von hinten anschießen geht gar nicht. Keine Manieren. Und da hinten wieder ein Mangrovensumpf. Alter, wie viele Mangrovensumpfe gibt es hier bitte in dieser Welt? Die sollten ja eigentlich selten sein. Aber das ist schon der zigste, den ich hier gesehen habe. Okay, und hier haben wir auch wieder Mangrovensumpf. Und in Mangrovensümpfen gibt es ja auch keine Dörfer. Das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht so gut. Okay, vielleicht wäre es doch besser umzukehren oder ich schaue einfach mal, was es dort so gibt in der Richtung. Ja, da haben wir wohl nicht sehr viel Glück mit der Suche nach einem Dorf. Die sind doch wohl seltener, als man glaubt. So, aber erstmal schön verletzen. Und ja, dann geht es erstmal weiter. Dann können wir hier weiter übers Meer tuckern. So. Ich konnte ja eigentlich mal wieder die Umgebungsgeräusche lauter machen. Die waren, glaube ich, auf 80, oder? Ja, ich stellte eben mal hier auf 80. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Aber schauen wir einfach mal. Aber ich mag diese Möwensounds immer ganz gerne. Die haben auch was an sich. Ja, und da wird das Wetter wieder mal ganz schlecht. Ja, das war jetzt auch nie der Plan. Also, wie oft regnet es denn hier? Also, das wirkt schon kurios. Also, früher hat es nicht so oft geregnet. Also, könnte ich schwören in Minecraft. Da war hier aber nicht so viel mit Regen. Aber die haben ja diesen Wetterrhythmus, glaube ich, geändert. Dass man jetzt mehr Regen bekommt. Also, finde ich persönlich ja ein bisschen blöd, weil ich bin jetzt nicht der größte Fan von Regen. Also das habe ich schon genug im echten Leben, das brauche ich jetzt auch nicht im Spiel, ehrlich gesagt. Das muss jetzt nicht sein. Ja, wir finden kein Dorf und es regnet auch noch. Also wir haben anscheinend nicht sehr viel Glück heute. Also heute ist wohl mein Unglückstag. Also in-game natürlich. Oder eine Unglücksaufnahme, ja. Wie man es ausdrücken möchte. Also ich hoffe, jetzt kommt noch irgendwas. Ja, und ich hoffe wirklich, dass wir dann auch zurückfinden. Weil ich habe jetzt wirklich keine Lust, mich wieder zu verlaufen hier. Und dass man sich verläuft, das kann hier mal ganz leicht passieren. Da muss man immer vorsichtig sein.